War das Date für dich ein bisschen unangenehm? Oder innerlich? Also ich fand beim Zugucken, also mir war es sehr unangenehm. Es ist vielleicht einfach eine Frage des Schnitts manchmal. Verstehe. Okay, verstehe. Aber. Hi, mein Name ist Nico. Willkommen auf meinem Kanal. Falls du neu bist, mein Name ist Nico. Ich bin 20 Jahre alt. Auf diesem Kanal Content zum Thema Prince Charming, Princess Charming, LGBT-Stuff, TikTok-Stuff und Musik. Ich habe, by the way, vor einer Woche einen neuen Song rausgebracht namens Nicht verdient und habe auch dazu ein Musikvideo gedreht und zwar mit Maurice. Maurice ist ein Kandidat von Prince Charming. Also wenn du wissen willst, wie Maurice abgeschnitten hat im Musikvideo, Link in der Beschreibung, würde mich sehr freuen, wenn du mal vorbeiguckst. Heute geht es aber nicht um Maurice, sondern um Arne. Arne war so ein richtiger Sympathieträger in der ganzen Staffel und Arne ist jetzt in der neuesten Folge von Prince Charming ausgestiegen. Warum, weshalb, welche Gründe es dafür gibt und noch vieles mehr haben wir im heutigen Video. Wir werden ein bisschen quatschen über die Staffel, über den Team, über das jetzt, also nach der Staffel und noch vieles mehr. Ich würde sagen, lasst auf jeden Fall ein Abo da, dann verpasst ihr nichts mehr. Und einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Ich würde sagen, let's go. Freue mich, dass du da bist. Frage dich mal allen Stellen am Anfang, warum hast du dich beworben? Gab es dafür einen speziellen Grund oder hast du einfach Bock auf ein Abenteuer? Bei mir war es tatsächlich der Bock auf ein Abenteuer, ja. Also okay. Ich hatte wirklich Lust, ich war ein bisschen gelangweilt Anfang des Jahres und ich habe mich ziemlich spät beworben und es hat dann funktioniert, ja, und ich freue mich. Verstehe. Hattest du schon die Staffel davor gesehen oder war das komplett neu für dich alles? Nee, ich hatte beide Staffeln vorher schon gesehen, ja. Okay. Worauf ich mich einlasse. Verstehe, okay. Du kanntest ja schon Kim früher, hast du ja auch in der Staffel mehrmals gesagt. Wie kann man sich denn dieses Canon vorstellen? Was heißt denn Canon so richtig? Also ich bin der Meinung, wir haben uns mal auf einer Party kennengelernt und dann hinterher so ein bisschen geschrieben über Insta und so okay. weiter. Er meint, wir haben uns über eine App kennengelernt. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Es ist so auch, glaube ich, schon so 4-5 Jahre her. Also wir kennen uns schon ein bisschen länger. Aber wir waren halt einfach Bekannte. Ne? Also es war nie eine Freundschaft oder dass man sich auch mal verabredet hat oder so, sondern wir haben immer nur gesprochen, wenn wir uns zufällig irgendwo gesehen haben, dann haben wir ein bisschen gesprochen und das war's. Verstehe. Also war das mehrmals als dieses eine Mal Party machen, ja? Ja. Okay. Ja, wir haben uns immer mal auf irgendwelchen Events getroffen. Oder ich meine, Bremerhaven ist ja auch nicht wirklich weit weg. Und wenn man dann aus Bremerhaven mal rausgehen will, dann fährt man meistens nach Bremen und dann trifft man sich halt immer. Verstehe, okay. Gab es da auch Dates? Und wenn nicht, warum gab es keine Dates? Nee, also es gab keine Dates zwischen uns tatsächlich. Okay. Und ich kann es dir nicht ganz genau sagen. Also es war immer so dieses, wir treffen uns und dann geht jeder wieder seinen Weg. Okay. Also es war nie so dieser Vibe da, dass man jetzt gedacht hat, man müsste mal sich treffen. Auch wenn es nur auf einen Kaffee ist oder so. Okay. Also ein Kaffee-Date. Und das war auch tatsächlich was, was ständig in meinem Kopf war im Haus. Die ganze Zeit, dass ich gedacht habe, es hätte ja schon was laufen können. Warum ist das nicht passiert? Und ich habe immer so ein bisschen gedacht, hat er wirklich Interesse oder nicht? Mhm, verstehe. Ja, Kim hat sich dann als Prinz geoutet, ja, wie wir alle wissen. Was war denn deine erste Reaktion, als er Prinz wurde? War das für dich, war da eine gewisse Angst dabei, weil du ihn ja schon kanntest? Oder wie hat sich das für dich angefühlt? Ja, also ich musste erstmal so ein bisschen lachen. Also ich habe wirklich so gedacht, das kann jetzt nicht wahr sein. Weil ich hatte mich auch gefreut, als ich ins Haus gekommen bin, habe ihn gesehen. Ich habe mich richtig gefreut, dass jemand da ist, der so eine Bezugsperson ist. Auch wenn ich ihn nicht gut kannte, aber es ist ja trotzdem, du kommst da rein und bist ja total lost erstmal. Mega aufgeregt. Ja, und dann siehst du jemanden, den du schon kennst und dann ist das so ein bisschen so, okay, da ist so ein bisschen so eine gewisse Ruhe dann da drin. Und dann hat er sich halt geoutet und dann war es wieder so, oh, das kann jetzt nicht wahr sein. Ich musste erst lachen und dann habe ich gedacht, scheiße, das könnte auch richtig böse für dich enden. Ja, ja. Und also die erste Entscheidung habe ich wirklich gezittert. Mhm, auch wenn ich da ja stand wie so ein Fels, wie er auch gesagt hat. Ich stand da ja und habe keine Miene verzogen. Aber ich war wirklich, wirklich nervös. Verstehe. Und dann wiederum, ich habe gedacht, entweder schmeißt er dich beim ersten Mal raus oder du bleibst noch ein bisschen drin. Also beim zweiten Mal war ich schon so ein bisschen, dass ich gedacht habe, okay, jetzt gehst du noch Okay, weil ich habe gedacht, entweder sagt er, wieso sollte jetzt was laufen? Das hätte erst ein Jahr lang laufen können. Oder aber er sagt sich, okay, vielleicht lerne ich ihn noch ein bisschen besser kennen. Und dann war mir irgendwie so bewusst, okay, dann legst du nicht beim zweiten Mal aus. Verstehe. Fandest du, es war ein Vorteil für dich, dass du ihn schon kanntest, oder war es eher ein Nachteil? Beim Daten und so? Ja, es ist so eine Mischung aus beidem irgendwie. Also wir sind ja jetzt so im Endeffekt dann nicht so ganz über diese freundschaftliche Sache hinausgekommen. Und das hätte natürlich auch, also ich hätte natürlich auch, wenn ich ihn gar nicht gekannt hätte, hätte ich so richtig bei Null anfangen können. Ne? Das wäre schon, es war vielleicht ein Vorteil und ein Nachteil in beiden. Verstehe. Also ganz schwierig zu beantworten gerade, weil ich, wie gesagt, das nicht genau
weiß. Es war halt, es stand immer im Raum, dieses, wir kennen uns schon. Ja. Es war nie ganz weg, leider. Es war auch in der Gruppe immer so ein kleines Dorn im Auge, ne? Dass ihr euch schon kanntet. Ja, die haben ja ganz lange gedacht, ich wäre ein Maulwurf. Ne? Die haben gedacht, ich wäre der beste Freund von Kim und er hätte mich da so reingeschleust. Und immer, wenn wir alleine gesprochen haben, hätte ich dann quasi den Gossip aus dem Haus so rausgelassen. Das haben die wirklich, wirklich lange, lange gedacht. Aber ich glaube, es ist jetzt, also... Jetzt ist es raus, dass es nicht so ist. Jetzt ist es wirklich raus. Du bist ja, glaube ich, der Älteste der Gruppe gewesen, ne? Ja, genau. Wie war das für dich? Hast du dich irgendwie alt gefühlt? Also in Anführungszeichen, wie war das in so einer Gruppendynamik? War das für dich wie so eine Art Kindergarten und du bist ja Aufpasser? Oder wie war das für dich? Also ich habe mir das vorher schon gedacht, ne? Weil ich wusste ja, okay, du wirst bald 40, du wirst der Älteste sein oder nicht der Älteste. Ne? Und ich habe mir schon vorher gedacht, okay, du wirst sicher mal so die Schulter für jemanden sein, du wirst sicher so ein bisschen dieser mentale Mülleimer, irgendwie so, dass alle, wenn irgendwas... was ist, dann kommt jeder mal zu dir. Und das war ja auch so. Ne? Aber ja. Ich mag das halt auch ganz gern. Ich finde es ganz schön. Aber ich habe auch gedacht, du musst diesen jungen Leuten einfach zeigen, dass das Leben mit 14 nicht vorbei ist. Ne? Also, dass du trotzdem noch alles machen kannst und dass du trotzdem noch mittendrin bist. Und weil es gibt ja viele, die haben so Angst vor dem Alter. Ne? Voll. Es ist auch gerade dieser Schwulen-Szene, ne? Dass irgendwie ab 30 bist du tot gefühlt, ab 30. Ja. Richtig, richtig. Und es war, ich fand es ganz cool. Ich glaube, es war ganz nett. Und auch, wie gesagt, auch Maurice, der ja wirklich der Jüngste in der Gruppe ist, der hat ja super, wir haben ja super zusammengefunden. Ne? Und ich war ja wirklich so wie deine Bezugsperson. Voll. Thema Bezug, Thema Felix. Wie ist denn bei dir und Felix dazu gekommen? Also es war auch, für Zuschauer war das irgendwie so, auf einmal sind da scheinbar Gefühle da. Kann man da schon von Verliebtheit sprechen bei euch beiden? Weil es wurde ja irgendwie auch nie ausgesprochen, habe ich das Gefühl gehabt, ne? Nee, genau. Also ich muss dazu noch sagen, dass Felix da leider sehr krank war im Haus. Oh. Lag fast nur im Bett und da auch ein paar Mal der Arzt da. Und somit hat der Zuschauer natürlich von Felix fast gar nichts mitbekommen, ne? Aber ich habe mich irgendwie immer so ein bisschen um Felix gekümmert und habe mich so, so ein bisschen hingezogen gefühlt zu Felix. Und ich glaube, es war bei ihm auch so. Und dann hatten wir diesen einen Tag, wo die anderen alle beim Date waren. Wir lagen da in diesem Pool. Wir lagen, glaube ich, also wirklich von mittags bis abends lagen wir da in diesem Pool und hatten diesen Wein da und haben wirklich einen schönen Tag gehabt. Manche kamen ab und zu dazu oder wieder weg. Also Felix und ich waren immer so den ganzen Tag zusammen. Und da hat sich das irgendwie so entwickelt. Ne? Also es war jetzt, ich möchte das jetzt auch nochmal sagen, ich war nicht verliebt oder verknallt, sondern es war einfach dieses Gefühl, ich möchte jetzt lieber Zeit mit Felix verbringen als mit Kim. Okay. Und das war es dann irgendwie so, dass es für mich gezeigt hat, okay, irgendwas stimmt hier nicht. Also du spielst nicht mehr die Spielregeln. Ja, verstehe, was du meinst. Na, genau. Verstehe. Habt ihr jetzt noch da schon noch Kontakt oder hat sich das danach erledigt? Nee, Felix und ich haben noch sehr guten Kontakt. Aha. Wir mögen uns auch wirklich, wirklich gerne. Wir sehen uns auch. Wir haben uns schon einmal getroffen hinterher. Wir werden uns auch wiedersehen. Aber es wird keine Beziehung werden. Okay, verstehe. Es ist, wirklich, wir haben uns sehr, sehr doll lieb, sag ich mal so. Aber es ist einfach viel zu viel Platz zwischen uns. Er wohnt fast ja da unten an der Schweizer Grenze. Ich wohne in der Nordsee. Okay. Also da liegt wirklich die ganze Republik dazwischen. Und keiner von uns würde jetzt... Also wir sind nicht so, dass wir jetzt umziehen würden für den anderen oder so. So weit ist es einfach nicht. Aber wir mögen uns sehr, sehr gerne. Okay, verstehe. Ist ja auch schön. Auf jeden Fall. Ich möchte es auch gar nicht missen. Oder? Also er ist ja auch wirklich eine wichtige Person in diesem ganzen Prince Charming-Spiel für mich gewesen. Vorher. War viel in dein Entschluss oder dein letzter Entschluss, sag ich mal, dass du gehen wolltest? War das das in der Höhle oder woran hast du es gemerkt, dass du gehen möchtest? Von der Höhle der Löwen, ja. Ja. Nee, also ich hab's... ich habe mich über dieses Date sehr gefreut mit ihm, weil es für mich nochmal so ein Test war. Irgendwie. Okay. Ja, weil für mich war es dann klar, okay, wenn das jetzt nicht so geil wird, wie es sein sollte, dann wirst du auf jeden Fall gehen. Und ich glaube, es haben auch alle gemerkt, dass es hat nicht so geknistert zwischen uns. Es war einfach hart romantisch. Ne? Wir lagen da bei diesem Sonnenuntergang, dann in dieser Höhle. Also es hätte gar nicht romantischer sein können eigentlich. Ne? Wo ich immer gesagt habe, ich wünsche mir so ein Action-Date. Ich mag es gerne, wenn man irgendwie vorher irgendwas macht, was weiß ich, vom Berg springt oder so irgendwas. Und dann nochmal so die Zeit hat für Gespräche. Ja. Aber das kam man nicht dazu. Es war halt, beide Teile des Dates waren halt einfach super romantisch. Und es hat nicht geknistert. Also ich habe mir manchmal fast gewünscht, wir hätten jetzt noch einen Film, der laufen würde oder so. Weißt du, dass man einfach so mit zwei Freunde auf der Couch sitzt und einen Film guckt. Aber es war cool, es hat meine Entscheidung dann im Endeffekt bestätigt
Und ich fand es auch gut, dass wir nicht nochmal geküsst haben oder so, weil es hätte dem Ganzen noch wieder ein falsches Bild gegeben. Und ja, das war dann so das Ende. Aber ich bin froh, dass das Date passiert ist noch, muss ich sagen. War das Date für dich ein bisschen unangenehm? Oder innerlich? Also ich fand beim Zugucken, also mir war es sehr unangenehm. Nicht, weil ihr das seid, sondern einfach dieses Stillen und dieses Weintraum-Essen. Ich dachte mir so, oh mein Gott, wie unangenehm. Also das Ding ist ja, das Date geht ja nicht nur 5 Minuten, genau, sondern geht ja so 2-3 Stunden. Hm. Und ich bin mir eigentlich, also ich habe mich eigentlich nie so gefühlt, als wäre es so super unangenehm. Wir haben auch immer so ein bisschen was zu reden gehabt und es ist klar, dass es mal so Pausen gibt zwischendurch. Ja. Es ist vielleicht einfach dann auch eine Frage des Schnitts manchmal. Verstehe, so. Okay, verstehe. Aber es war nicht unangenehm, so wie es jetzt rüberkommt. Okay. Es war trotzdem ein nettes, schönes Date, aber es war halt einfach ein freundschaftliches Date, würde ich jetzt mal. Okay, also der Rahmen war einfach super romantisch. Wenn der Rahmen vielleicht nicht so romantisch gewesen wäre, wäre es vielleicht auch gar nicht so gekommen. Okay. Also war da Filter drauf, ja? Für die Zuschauer. Verstehe. Okay, was ich lustig fand, irgendwie, du meintest ja quasi vor dieser White Night, dass du also deinen Abschied verkünden wolltest, dass du nicht willst, dass die anderen weinen. Und dann wählst du dir diesen Moment aus. Was hat deine Meinung geändert? Ja, das war... Es war im Endeffekt, ich wollte mich so gerne von allen verabschieden. Hm. Und es war auch einfach so, dass ich wollte keinen Brief an mein jüngeres Ich. Also ich habe wirklich dieses Glück, dass ich eine super tolle Kindheit hatte und eine super tolle Jugend. Und ich hätte meinem jüngeren Ich gar nicht irgendwas richtig wünschen können, was anders hätte laufen sollen oder so. Weil es gibt wirklich viele von den Jungs, haben wir auch gehört, die wirklich Probleme hatten. Voll. Hm. Und ich hatte das nicht. Und dann habe ich halt gedacht, okay, dann schreibst du einfach das auf, was diese Zeit bei Prince Charming mit dir gemacht hat. Mhm. Und was quasi vorher war und was jetzt ist. Und dann habe ich doch diesen Entschluss gefasst, dass ich einfach diesen Rahmen benutze. Und ich fand es dann wiederum cool, dass ich den allen wirklich auch Wiedersehen sagen konnte, dass ich Kim noch kurz sagen konnte, weil es wäre bei der Krawattenzeremonie auch nicht wirklich so gekommen, da hätte ich ihm auch nicht sagen können. Und so konnten wir uns noch kurz unterhalten und das Schöne war, dass ich auch gleich gehen konnte, dass ich nicht dann noch, weißt du, dann verabschiede ich mich und setze mich doch noch wieder hin, weißt du, weil ich auf diese Krawattenzeremonie warten muss. Voll. Sondern ich konnte gleich gehen und das war für mich perfekt. Ja, glaube ich auf jeden Fall. Hast du beim Vorlesen angefangen zu weinen, weil du Kim nicht verletzen wolltest? Oder wegen der anderen? War das eine Mischung aus beiden? Ich habe schon darüber nachgedacht, okay, was wird Kim wohl denken? Mhm. Weil er es ja auch nicht wusste. Ich habe ihn ja auch damit überrascht. Ich war alle überrascht. Aber im Endeffekt war es dieses im Stich lassen der anderen Jungs irgendwie. Hm. Ich wusste auch, dass ich eine große Bezugsperson bin für alle. Und man hat ja auch, man weiß ja auch, man geht und diese ganze Situation im Haus wird nie wieder so sein, wie es mal war. Ja. Du musst dir vorstellen, wir sind 24 Stunden zusammen, wir haben niemanden anderes, wir haben kein Handy, wir haben gar nichts. Das heißt, alles, was du tust und alles, woran du denkst, passiert nur in diesem Haus. Mhm. Das dann über diese ganze Zeit, die wir da sind, da ist es einfach so, dass man sie so ans Herz schließt, diese Leute, weil man auch genau weiß, das sind die Einzigen, die alles, wie es ist, mit dir, in diesem Haus auch nachvollziehen können. Voll. Auch hinterher und so. Und dann ist es einfach super emotional, wenn du die dann einfach verlässt und du weißt, okay, diese Zeit wird nie wiederkommen. Wie wird es danach werden? Bleiben wir so gut in Kontakt, wie wir sind? Und ja, und dann wiederum geht man ja auch, weil man geht auch und denkt, jetzt lasse ich den im Stich. Ne? So wie zum Beispiel Maurice, der hat ja auch super, super geweint, weil ich auch einfach eine Bezugsperson war. Ne? Und das denkt man. Und da denkt man natürlich in dem Moment drüber nach und denkt, ja, jetzt gehst du und lässt im Stich. Ja. Aber hast du noch Kontakt zu... Entschuldigung. Nee, alles gut. Und dann kommen halt die Tränen, das wollte ich nur noch sagen. Also. Hast du noch zu Maurice Kontakt zum Beispiel? Oder habt ihr noch engen Kontakt? Ja. Also wir haben gestern gerade geschrieben, es ist gerade so ein bisschen stiller geworden, sag ich mal, aber wir haben gestern gerade geschrieben, ja. Okay. Also, du bist ja gegangen. Bereust du es dann quasi mitgemacht zu haben oder du wolltest ja freiwillig gehen? Genau, ich bereue nicht, dass ich mitgemacht habe. Ich liebe es, ich würde es auch immer wieder tun. Also ich würde es jederzeit wieder machen. Ich fand es zwar eine sehr gute Erfahrung und ich denke halt manchmal darüber nach, okay, was wäre, wenn ich geblieben wäre? Mhm. Was wäre passiert? Wie wäre es weitergegangen? Ich denke aber auch manchmal daran, was wäre gewesen, wenn es nicht Kim gewesen wäre. Stimmt, ja. Wie wäre es angelaufen? Hätte ich mehr Gas geben müssen? Wäre es einfacher gewesen? Ich weiß es nicht.
kann es nicht sagen. Hast du dich sehr sicher gefühlt in der Show oder hast du das Gefühl gehabt, du musst auch wie alle anderen kämpfen? Also in Anführungszeichen. Ja, also nach der ersten Nacht, wo ich dann ja weitergekommen bin, war ich mir dann so ein bisschen sicherer, dass er doch auf jeden Fall noch mehr von mir wissen will. Und dann war das immer so ein bisschen unterschiedlich. Also dann gab es ja diesen Kuss da in dem Gästehaus, der ja total überraschend kam. Und da war es mir, also es gab halt immer Unterschied von Nacht zu Nacht. Da war ich mir halt sicher, okay, der küsst dich jetzt nicht und schmeißt dich raus. Also der, sonst hätte ich wahrscheinlich auch so diese Yellis gemacht und hätte ihm da eine gegeben oder so. Am Ende. Nee, da war ich mir schon sicher. Es war immer so ein bisschen, ich war immer sehr ruhig, muss ich sagen. Ich habe halt immer gedacht, okay, wenn es jetzt passiert, passiert es so. Ne? Okay. Ist halt. Aber es gab Nächte, da war ich ruhiger und es gab Nächte, da war ich dann auch innerlich etwas angespannt. Vielleicht kann ich es einfach gut verstecken. Verstehe, okay. So, letzte Frage. Wenn Leute mitmachen wollen, kannst du irgendwelche Eigenschaften empfehlen oder die vorausgesetzt sein sollten, wenn du mitmachen möchtest? Weil ich glaube, es ist ja nicht für jeden was, ne? So eine Villa einzuziehen wahrscheinlich. Nee, das stimmt. Also man sollte sich schon sicher sein in seiner Person. Also ich finde, wenn man sehr unsicher ist, dann ist das schwierig, weil es auch wirklich, man ist wirklich unter Druck. Ne? Also auch wenn es manchmal so aussieht und man langweilt sich auch zwischendurch, aber dieser mentale Druck ist halt immer da. Ne? Ich habe auch die Kameras nie vergessen. Also ich habe immer gedacht, okay, du guckst drauf, das waren ja auch super viele Kameras. Ne? Ich habe die mal durchgezählt, irgendwie 14 Stück allein draußen oder so. Also es ist wirklich, du wirst überall angeguckt und ich habe zwar immer das gesagt, was ich denke, aber ich habe es, glaube ich, in schönere Worte verpackt manchmal, weil ich immer gedacht habe, okay, die Kameras sind da und wenn du jetzt schon so ein Gespräch hast, dann wird das auch aufgezeichnet. Und es gab ja auch Momente, zum Beispiel da, wo ich mit Maurice draußen saß und wir unseren ersten kleinen Breakdown hatten, da wusste ich sofort, okay, das wird nach 100% gezeigt. Ne? Und deswegen habe ich es nie ganz vergessen. Und man sollte auf jeden Fall sich nicht verstellen. Also vor allen Dingen, wenn man sich bewirbt, weil das kommt sowieso raus. Also ich finde, du kannst nicht über diese Wochen 24 Stunden eine Rolle spielen. Das funktioniert nicht. Und wenn du nicht du selbst bist und nachher irgendwie jemand anders bist im Haus, der quasi nicht gecastet wurde, dann hast du da eh keine Chance. Weil du wurdest ja, wenn du dich vorstellst und wenn du dich bewirbst, dann wirst du ja deswegen ausgesucht. Und wenn du dann im Haus eine ganz andere Rolle spielst, dann bleibst du nicht lange da. Ich fand das Interview sehr interessant. Ich kann vollkommen verstehen, dass Arne ein krasser Sympathieträger ist. Ich finde ihn unnormal. Ich hätte mir so eine Stunde zuhören können. Ich fand ihn so interessant. Er hat so eine Ruhe in sich. Ich muss seinen Kanal in der Beschreibung verlinken. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.